Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Heute soll es um den Twist von Pelikan in Pure Gold gehen. Zuerst machen wir ein Unboxing, dann werde ich den Filler eine Woche lang testen. Darauf erzähle ich dann, wie es mir so ergangen ist mit dem Filler. Dann gibt es ein Schreibbeispiel für euch und ein Fazit von mir. Lasst uns loslegen. Der Pelikan Twist wird hier in einer Pappschachtel geliefert. Darin enthalten ist nur der Twist, das heißt ohne nochmal eine Kunststoffhülle. Also kein Überzug hier drüber. Es ist ein Aufkleber drauf mit dem Barcode, dann die Federstärke M und dass der geeignet ist für Links- und Rechtshändler. Enthalten im Paket ist eine Pelikan Großraumpatrone. Hierbei handelt es sich um ein Pelikan Königsblau. So, jetzt werde ich den Stift für euch eine Woche lang testen und erzähle euch dann, wie es war. Bis gleich. Hallo, da bin ich wieder. Jetzt eine Woche vergangen. Ja, was soll ich zu dem Pelikan Twist sagen? Wenn er geschlossen ist, liegt er gut in der Hand. Also es ist so ein Schmeichler, so ein Handschmeichler. Also man kann schön hin und her spielen in der Besprechung. Liegt geschlossen gut in der Hand. Man sieht hier, dass hier, also der komplette Twist ist aus Kunststoff. Das ist durchgefärbt hier in Pure Gold. Das ist die Color Edition 2019. Der ganze Füller ist made in Germany. Ja, und wie gesagt, geschlossen, liegt ja echt gut in der Hand. Man kann hier sehen, dass hier im Schaft auf dem Kunststoff ist Pelikan mit dem Pelikan-Logo hier drauf. Also ist nicht aufgeklebt, sondern ja, es ist nicht eingraviert. Wie nennt man das? Kommt halt raus. Was mir aufgefallen ist, dass hier der Schaft, der ist hier als Kunststoff zusammengepresst worden. Das heißt, ganz klar erkennt man hier die Linie von den zwei Halbschalen, die anscheinend hier in der Fertigung zusammengepresst worden ist. Und die Linie hier, also wo dann die zusammengepresst worden sind, die ist fühlbar. Also man kann auch mit dem Fingernagel drüber gehen, wenn man mit dem Daumen auch so drüber geht. Man merkt, dass da eine Linie ist und man sieht sie halt auch. Ist jetzt, naja, sieht jetzt nicht so schön aus. Dann hat hier oben die Kappe, den Pelikan, auch wieder einen großen Pelikan und einen kleinen Pelikan. Hier sind Löcher auch in der Kappe drin. Ich dachte immer, das ist dafür da, damit man nicht erstickt. Aber wenn man Luft durch die Kappe durchbläst, dann, ja, kommt eigentlich keine Luft durch. Das hat dann wahrscheinlich was wie mit dem Parker zu tun. Das heißt, wenn ich den Twist jetzt hier schließe, dass dann keine Druckdifferenzen entstehen und dann irgendwie der Pelikan anfängt zu tropfen. Denn das hat er nicht gemacht. Also der Pelikan hat nicht getropft. Hier unten am Ende des Schafts ist ein Dreieck. Da steht unten jetzt auch drauf Pelikan Germany. Was soll man zu dem jetzt noch weiter sagen? Also von außen gefällt er mir eigentlich bis auf die Kante hier. Das wirkt schon ein bisschen günstig. Die hätte man ja dann hier wahrscheinlich auch in dem Knick hier auch reinsetzen können, die Kante. Aber hat man hier schön draufgesetzt. Naja, ist jetzt nicht so schön. Ja, wenn ich den jetzt aufmache, hier sind dann auch Griffmulden abgebildet. Also um zu schreiben, wie jetzt der Pelicano oder der Lamy Oyster, Lamy Safari oder der Caveco Perkeo. Die haben jetzt mittlerweile auch alle so eine Mulden, wo man dann seine Finger auflegen kann. Also die sind hier auch schön groß. Das heißt, ich habe hier schöne Platzvarianz, wo ich da meine Finger hinlegen kann. Wenn ich den jetzt horizontal auflege, dann liegt der Füller auch echt gut. Also hier in einer horizontalen Position. Die Finger lassen sich hier gut greifen. Also hier vom Griff her ist es nicht schlecht. Aber wir kommen gleich dazu, was mich hier extrem an dem Twist gestört hat und wo ich mich jetzt zu zwingen musste, dass ich damit eine Woche lang schreibe. Kommen wir gleich dazu. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Wie gesagt, der Schaft, den haben wir schon besprochen. Jetzt kommt hier das Griffstück. Große Flächen für solche Mulden, wo ich die Finger, wie gesagt, anlegen kann. Das geht dann hier weiter und so wie ich das verstanden habe, ist das Stückchen hier vorne
So, dass wenn jetzt ein Anfänger schreiben würde, so habe ich das ja früher auch in der Grundschule am Anfang gemacht, habe ich meine Finger hier auch relativ weit vorne angelegt. Und von Stabilo gibt es zum Beispiel einen Anfängerfüller, der hat auch so einen Schutz dran, damit man jetzt seine Finger hier nicht mit Tinte einsaut, wenn man hier den Griff hier vorne hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das dafür da ist. Ansonsten kommt hier nach diesem Stück eine M-Feder, die ist komplett schnörkellos. Das ist einfach bloß, ist ein Stück Blech, wo ein M draufsteht. Jetzt kann man nichts weiter zu sagen, also ist jetzt nicht schön. Also man hätte ja vielleicht noch was Schönes aufprägen können, hat man jetzt einfach nicht gemacht. Hier unten drunter ist ein Kunststofftintenleiter, also da sitzt die Feder auf. Ja, das war eigentlich schon vom Äußeren, von dem Twist. Also mehr kann man zu dem Äußeren hier nicht sagen. Der fässt sich jetzt hier vom Kunststoff, fässt er sich jetzt, ja, fässt er sich eigentlich nicht so billig an wie der Parker Jotta. Da hat sich ja der Schaft echt billig angefasst. Das ist hier aber so vom Gefühl her fässt er sich nicht billig an. Der fässt sich gut an. Und hier das Griffstück auch. Ist jetzt nicht rutschig, wenn die horizontal die Finger aufliegen, dann hat man einen guten Grip, also fässt sich auch gut an das Griffstück, also das haben sie schön gemacht. Was mir überhaupt nicht an dem Twist gefällt und weswegen ich den auch eigentlich wollte ich damit keine Woche lang schreiben, weil ich fand das echt doof. Der Schwerpunkt von diesem Füller liegt hier im hinteren Drittel. Das hat mich so dermaßen gestört. Also, wenn ich jetzt damit schreibe, dann muss ich mit meinem Zeigefinger, muss ich den Stift nach unten pressen, richtig stark nach unten pressen, damit ich mit dem Stift schreiben kann. Ich dachte, das liegt vielleicht an meinen Händen oder so, wie ich den Stift halte, aber ich habe den dann nochmal meiner Freundin zum Schreiben gegeben und sie hat da drei Sätze mitgeschrieben, hat gesagt, kannst du behalten. Also sie hat auch das Problem, obwohl sie mit dem Lamy ABC schreiben gelernt hat, da fässt man ja immer hier vorne an, sie konnte mit dem Stift auch nicht schreiben. Also wenn man hier schreibt, der Winkel ist echt ungünstig. Also man muss ihn richtig so nach unten pressen und dann kann man da schreiben. Also ist echt ungünstig und ich werde damit jetzt auch nicht weiterschreiben nach der Woche. Also ich finde den vom Schreiben her finde ich den total schlecht. Also kann man so sagen, also ich möchte mit dem nicht mehr weiter schreiben. Das sieht zwar gut so aus. Hätte mich auch gefreut, wenn es ihn aus Metall gegeben hätte. So vom Optischen her sieht er ja ganz schick aus. Aber so wie man damit schreibt, also zum Schreiben finde ich den ungeeignet. Und das soll er ja eigentlich machen. Also die Feder ist toll, damit kann man gut schreiben, sehen wir gleich. Aber das jetzt hier mit meinem Zeigefinger und dann den Stift so fast senkrecht hier aufstellen muss, um zu schreiben, das ist echt Panne. Also ne, kann man eigentlich niemand zumuten. Vielleicht, weil er ja auch für Kinder gedacht ist, in der normalen Edition, dass die vielleicht, wenn die so ganz kleine Hände haben, dass da besser geht. Aber das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil man muss ihn hier doch schon ziemlich steil anstellen. Also macht keinen Spaß hier mit zum Schreiben. Naja, kommen wir jetzt erstmal zu den Spezifikationen von dem Stift. Die Kappe wiegt 15 Gramm. Der Schaft wiegt 17 Gramm, leer wiegt der Twist 22 Gramm. Die Gesamtlänge des Twists beträgt 139,5 mm. Die Länge des Schaftes mit der Feder sind 129 mm. Die Länge der Kappe sind 63,5 mm. Der Durchmesser des Schaftes, also an der dicksten Stelle, sind 18,2 mm. Der Durchmesser der Kappe beträgt 16,1 mm. Die unverbindliche Preisempfehlung von dem Stift sind 9,50 €. Ich habe bei Amazon 6,53 € für den Stift bezahlt. Und viel mehr würde ich ehrlich gesagt für diesen Twist auch nicht ausgeben, weil macht keinen Spaß zum Schreiben. Kommen wir nun zu einem Größenvergleich. Hier habe ich den Pelikan Pelicano Modell 7. Das ist das Modell, womit ich schreiben gelernt habe in der Grundschule. Den Pelikan Souverän M805,
den Lamy All-Star Bronze, den Platinum Preppy, ein sehr geiler Stift, den Lamy Aeon, den Caveco Supra Brass, den Twispy Eco, den Caveco Perkeo und den Caveco Stil Sport. Kommen wir zu einem Schreibbeispiel. Wir haben hier einen Pelikan Twist in Pure Gold. Aber leider ist er nicht aus Gold, er ist dann doch aus Plastik. Das Papier ist ein Oxford Optik Paper mit 90 Gramm pro Quadratmeter. Und das Tolle an dem Papier hier ist, dass die Tinte echt nicht durchscheint und ist halt schön geeignet für Tinte. Es ist sehr glatt, das Papier, also die meisten Füller gleiten hier richtig schön drüber und ich schreibe sehr gern mit dem Oxford-Papier. Als Farbe habe ich, also als Tinte habe ich hier eine Farbe von Lamy drin und zwar ist das die Mango. Das ist normal eine T10-Tinte, also hier so eine Großraumpatrone. Die habe ich aber hier in einen Pelikan-Konverter eingefüllt. Hier rein. Oh, viel ist nicht mehr drin. Muss noch für den Test reichen. Und ja, funktioniert ganz gut. Also es läuft gut hier aus dem Füller. So, malen wir hier mal ein paar Kringel. Also man kann, wenn man hier versucht zu flexen, das heißt stärker aufdrückt, man sieht keinen Unterschied, also ist unflexbar, geht nicht. Jetzt machen wir hier noch ein paar Striche. Also von der Federbreite würde ich sagen, ist es definitiv eine M, also so wie ich mir eine deutsche M vorstelle, so ist es. Die Strichstärke ist auch gleich, also ob ich jetzt schräg horizontal schreibe, ist völlig egal. Jetzt machen wir mal so eine Unterschrift. Weiß nicht, also die Feder, also funktioniert. Die Feder, die gleitet hier richtig schön übers Papier. Also es macht schon Spaß mit dem, also mit der Feder zu schreiben. Mit der Griffhaltung natürlich nicht. Die ist total, die macht keinen Spaß, aber hier. Die Feder gleitet hier mit der Farbe auch wunderbar umher, also gefällt mir. Jetzt schreiben wir nochmal den Satz aller Sätze. Die Quick Brown Fox jumps over the lazy dog. Also man hat ein schönes Schriftbild, also gut, meine Schrift kann natürlich besser sein, aber also er schreibt wunderbar smooth, also die Feder gleitet hier schön über das Papier. Also die Feder, da kann man nichts dran meckern für 6 Euro oder auch für die 10 Euro. Sie gleitet hier echt schön, also es macht Spaß, also sie ist schön smooth. Also die Feder gefällt mir. Was mich halt stört, wie gesagt, ist die Haltung vom Füllfederhalter, also das ist natürlich doof. Jetzt wollen wir noch gucken, wie die Feder schreibt, ob sie jetzt trocken schreibt oder ob sie nass schreibt. Das sehen wir gleich, wenn ich hier ein paar Striche drauf gemacht habe, mit dem Finger hier so schön lang ziehe, dann sieht man, wie groß jetzt hier, wie viel Farbe ich zur Seite wegwischen kann. Naja, ich würde sagen, die Feder schreibt schon relativ nass, also ja, würde sagen, die schreibt nass, also es kommt schon sehr viel Farbe raus, also sehr viel Tinte. Von der Feder macht es Spaß, mit dem Füller zu schreiben, aber halt von der Griffposition und also von der, dass ich jetzt hier vorne so Druck mit meinem Zeigefinger draufgeben muss, dass ich die Feder jetzt hier aufs Papier drücke,
Das geht meines Erachtens gar nicht, also weiß nicht, macht keinen Spaß damit. Kommen wir zum Fazit. Toll an dem Füller finde ich, wenn er geschlossen ist, dass man hier so schön hin und her spielen kann. Ist so ein kleiner Handschmeichler. Wenn es den jetzt hier noch aus Edelstahl geben würde oder aus Aluminium, fände ich das halt super. Kann man ihm schön in der Besprechung, wenn man jetzt immer so schön zuhört, hat man hier wie so ein Fidget Spinner, heißt das denke ich, ja. Kann man hier so schön hin und her spielen. Also macht Spaß, hat auch schöne Lichtreflexion. Der goldene Kunststoff hier, die Farbe gefällt mir auch sehr schön. Also sieht gut aus, außer hier die Stelle hinten, wo die Form zusammengedrückt worden ist. Das finde ich, das geht gar nicht. Also es ist auch ziemlich hässlich. Das Griffstück, wie gesagt, ist nicht rutschig, gefällt mir auch sehr gut. Aber halt das Ganze, weil der Stift ist letztendlich zum Schreiben da und da gefällt mir dann halt nicht, dass ich den jetzt hier aktiv nach unten drücken muss, um zu schreiben. Nee, da geht nichts drüber. Also der Stift ist hauptsächlich zum Schreiben da. Macht keinen Spaß damit, jedenfalls für mich zum Schreiben. Meine Freundin, die kleinere Hände hat als ich, die mag auch damit nicht schreiben. Also kann man nicht weiterempfehlen, den Twist. Also macht keinen Spaß damit zu schreiben. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr auch einen Twist? Habt ihr Erfahrung mit dem Twist? Würde gern eure Meinung dazu mal hören, wie ihr den Twist so findet. Schreibt es mal bitte in den Kommentare, ob ich jetzt alleine mit meiner Meinung bin, dass der halt doof ist von der Haltung, dass ich vorne mit dem Zeigefinger Druck drauf geben muss oder ob euch das auch stört oder stört euch überhaupt nicht. Schreibt es mal bitte rein. Ja, ich hoffe, für euch war das Review nützlich. Wenn es euch gefallen hat, macht bitte einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich bitte. Unten rechts in der Ecke seht ihr mein Logo, da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr abonnieren klicken und dann habt ihr auch meinen Kanal abonniert und werdet dann die nächsten Tests auch nicht verpassen, wo es dann um Tinten geht. Also ich versuche jetzt mal in der Inkwitties Füller Bubble, habe ich übrigens unten verlinkt in der Beschreibung. Da gab es jetzt ein neues Projekt, dass man sich Tinte selber mischt. So eine Konpeki Anlehnung, sage ich mal. Die versuche ich jetzt als nächstes mal nachzumischen, weil ich fand, die sah sehr interessant aus. Werde ich dann auch noch darüber berichten, wie die aussieht. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar Füller liegen, die werde ich jetzt auch noch reviewen und ich warte eigentlich darauf, dass ich noch einen Füller aus Japan kriege. Der müsste jetzt auch irgendwann mal ankommen, wenn der Zoll den jetzt nicht irgendwie kassiert hat. Ja, wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Habt viel Spaß beim Schreiben und bis zum nächsten Mal. Ciao!